Macht Tacho, oder? Heute gibt es endlich Leistungsmessung bei Zone Tuning. Beide mit dir. Ich sitze gerade in den ML 55 AMG. Wir werden heute schauen, zwischen LPG und Benzin, ob da sehr viel Unterschied macht. Da bin ich auch gespannt. So, wir suchen jetzt an der Tankstelle, weil wir kein Gas mehr haben. Nach 300 Metern links abbiegen auf Ambrosius-Brandstraße. Ja, nach 300 Metern machen wir. Danach nach mit dir fahren. Und danach gibt es Leistungsmessung. Bis gleich, wir gehen ins Gas tanken und danach sehen wir uns gleich bei mit dir. Willkommen bei Kfz 40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben ja Messung bei dem ML 55 AMG gemacht, bei Zone Tuning, bei mit dir. Grüß dich erstmal wieder. Wir waren ja überrascht. Wir haben 383 PS, kann ich hier nochmal sagen, 545 Newton. Und jetzt wollen wir einmal schauen, was der mit der LPG-Anlage macht. Da bin ich jetzt gespannt. Was sagst du am PS? Ja, genau. Das ist schwierig. Jetzt. Also ich würde sogar sagen, unter 300 PS. Unter 300 PS. Nein, sag mal aber eine Zahl. Okay, dann 295. 295. 350. 350? Okay, du sagst 350, ich sage 320. Mal schauen, wer näher dran ist. Ja, mit LPG. 383 PS hatten wir so mit LPG. Habe ich 383 PS? Habe ich mehrfach. Also ja, 383 PS hat der ML. Wer einer den haben möchte. Ja, 25.000, oder? Aber ich? Was soll ich machen? Die Messung? Ja. Genau. Hier, LPG ist an. Leute, mal schon. LPG ist an. So, dritter Gang. Dritter Gang. Und jetzt sind wir mal gespannt. Ersten Lauf haben wir gemacht, ganz schnell. Was haben wir am PS? Ja, ich bin auch etwas erstaunt. Also das ist jetzt die letzte Messung auch dabei, ne? Genau, wir haben jetzt die letzte Messung mit reingenommen. Das war deine Messung auch, wo du gefahren bist. Achso, das war auch meine Messung. Jetzt bist du wieder gefahren. Ja. Also gleicher Fahrer. Das Ergebnis ja. Ja, aber ich sehe schon, die Kurve ist schon so gleich, ne? Ja, klar, gut, die Entwicklung von dem Motor ist ja ungefähr gleich. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Was haben wir? 362 PS kann man eigentlich sagen. 362 PS, 523 Newtonmeter aufgerundet. Krass. Ja, also es ist eigentlich der Verlauf relativ ähnlich, ne? Das ja. Sind, keine Ahnung, es ist kaum weniger. Also das kaum ist schon, weniger. Merkst du das denn beim Fahren? Also nee, also ich muss sagen, der war richtig gut. Also wenn jetzt der Unterschied super zwischen Gas und LPG, Gas und LPG, sag ich schon, zwischen Benzin und LPG ist... Nee, merke ich nicht. Also wenn ich auch fahre, merke ich das nicht, ganz ehrlich. Okay, das kann ich mir vorstellen, weil das ist nicht viel, ne? Genau. Ja, also machen wir jetzt nochmal eine Referenzmessung und gucken, ob wir auch annähernd genauso viel sind. Also 361 PS und jetzt schauen wir mal, ob wir jetzt genauso viel sind. Die zweite Messung. Machen wir nochmal eine. Weißt du, wie es geht? Bist du ja schon Fachmann? Ja, natürlich. Also hilf mich, ne? Also, du hast nur 80 Euro gestoßen. Ja,
dass ihr denkt, dass wir nicht auf Gas sind. So, damit ihr das seht, ist die ganze Zeit auf Gas. Und jetzt beschleunigen wir wieder. So, das sieht schon ein bisschen anders aus. Und über 23 Grad und das Auto ist jetzt natürlich auch warm. Ja, irgendwie habe ich zu lange gebraucht zu beschleunigen und ich glaube, Lauf war nicht gut. Ein bisschen träge angefühlt, ja. Muss ich auch sagen. Also die Kurve und so sieht immer noch ähnlich aus. Ja, was denn guckst du? Immer noch. Das ist jetzt die schwarze Kurve, ne? Genau, schwarz ist Leistung und das blaue ist, also diese Farbe hier ist das Drehmoment. Ja. Also haben wir 337 PS und 490 Newton. Weniger ist aber auch nicht ungewöhnlich. Ja. Aber selbst 336 oder 337 PS ist ja... Mit einer Gasanlage. Das wäre für Benzin schon eigentlich nicht schlecht. Ja. Kein schlechtes Ergebnis gewesen. Definitiv. Aber trotzdem nehmen wir die erste Messung, die 360 PS. Ich kann ja beide hier ausdrucken, ne? Die LPG und die Benzinmessung. Ne? Dann hast du die beide so im Verhältnis. Dann. Das ist, also ich will aber die 383 PS haben, ne? wenn schon, hallo. So, also die Leute, die gewonnen haben, meldet euch bei mir oder bei Mietje. Und dann werden wir natürlich hier eure Autos messen. Mit mir zusammen und mit dir. Und das wird geil. Mit dir, eine Frage. Kommen auch Leistungsmessungsvideos? Auf jeden Fall, ja. Also ja. Es steht noch nicht ganz fest, was wir machen, aber es wird auf jeden Fall Dynodays geben. Wahrscheinlich an einem Wochentag, wo man mehrere Autos hintereinander messen kann. Und da wird es auch Videos zu geben. Arbeiten jetzt erstmal die ganzen Kunden. Das wird aber, ich denke, so in 2 Wochen vielleicht ist realistisch, dass wir dann da auf jeden Fall ein paar Messungen machen können. Und an dem Tag wird es dann auch ein bisschen günstiger sein als an anderen Tagen. Preise kann ich noch nicht sagen, weil es da alles noch gar nicht feststeht. Können wir dann bei so einem Lauf auch immer 2 Läufe machen. Also das heißt, mit kleinen Änderungen, wenn da irgendwo jemand einen Schalter hat oder einen Luftfilter testen will. Also Sachen, die man innerhalb kürzester Zeit ändern kann. Ich sage jetzt mal innerhalb von 5 Minuten, was ja auch immer halt interessant ist. Wenn man Luftfilter raus, rein, das ist geil. Genau. Das wenn jetzt geil. Jemand einen Luftfilter hat oder so, oder vielleicht eine andere Ansaugung, die sind ja oft schnell auch umgebaut. Ja. Also dass man halt die schnell umstecken kann und gucken, hat das überhaupt was gebracht oder ist das Blödsinn. Ja. Ja, das ist geil. Also sehr interessant. Ich würde es feiern. Also ich glaube, wenn ich so ein Spielzeug hätte, ich würde alles machen. Neue Zündkerzen rein, einfach Messung. Neue Luftfilter rein, Messung. Ohne Luftfilter messen. Luftmassenmesser abstecken, messen. Ich glaube, die Leute wissen, was du machst. Also unten ist der verlinkt, damit dir einmal abonnieren. Da kommen noch so viele Videos da auch zusammen. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Also. Und du, ich, Michael, machen ja auch den Lupo fertig hier, unser... Diesmal 500 PS, du weißt, den Kopf und so haben wir geändert. Andere Nockenwellen und so weiter, der wird krank mit dir. Und er macht die Software mit GTX-Lader, das wird krank. Aber das ist ja für dich sowieso kein Problem. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt und freue mich auch. Ja. Also, ich sage es nochmal, 383 PS. Ne? Ich drucke dir das aus, sonst bist du ja noch ganz verrückt. Und 360 PS haben wir jetzt schwarz auf weiß. Zwischen LPG und Benzin gibt es nicht so einen großen Unterschied. Für die Leute, die auch mal gerne LPG fahren möchten, ihr seht, ihr könnt trotzdem noch Gas fahren. Also ihr könnt immer noch Vollgas fahren mit 360 PS. Ja, richtig. Ja. Und Glückwunsch für die Gewinner. Meldet euch bei Mietje oder bei mir und dann machen wir eine Leistungsmessung. Und Mietje nicht vergessen zu abonnieren. Ne? Dann bescheid was. Macht's gut. Mietje, Dankeschön nochmal. Sebastian, Dankeschön nochmal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraftzeit. So.